Genau, geht eine dahin. So. Und die andere darf dann mal hier hingehen. Zack, so. Du heilst dich erstmal. Du kannst schon mal hier in die Richtung gehen. Voll auf Kriegsfuß. Ich bin voll aggressiv geworden jetzt, also. Bam! Voll aggressiv bin ich jetzt. So, weiter geht's. Zack. So, ich habe mich schon gewundert, wann hier mal wieder rauskommt. So. Und hier müsste doch immer. Wo ist eigentlich hier meine. Oh, schon 40 selten. Ich sollte mal hier in die Richtung gehen, habe ich vorhin gesagt. Dann nehme ich meine Bauarbeiter. So, nächste Runde machen wir das. So, zack. Eine Notation durch den Feind ist beendet. So. Heidewitzka. Na, geht noch weiter? Produzieren. Kahokia will. Kriegen Sie im Monument. Und Rathea kriegt jetzt eine Universität. Und Bukarest bekommt einen Kornspeicher? Ne, einen Schrein. So. Einige Einheiten mit den Befehle. So. Zack. Kommt mal hier in die Richtung. Nächste Runde. Hier, heil dich erstmal. So. Und ihr Penner, also meine Bauten gefangen, ja? So. Auch keine Befehle. Haben alle. Ma. Da, nächste Runde jetzt aber. So. Die werde ich mir alle holen. Alles naja, meins. Anders geht das nicht. So. Es ist nur gut, dass der Krieg so schrecklich ist. Sonst würden wir vielleicht noch Gefallen an ihm finden. Robert E. Lee. Ermöglicht die Ausbildung von Schützen in einer Fronteinheit zur Mitte des Spiels. Was wird denn zum Schützen irgendwie? Die sind das nicht. Was ist die? Die Pikenia sind das. Der ist in der Lancia. Was wird denn hier zum Schützen? Muskeltiere? Ah, die Muskeltiere werden zum Schützen. Die Muskeltiere. Das war's. So, dann würde ich mal sagen, was bauen wir denn jetzt Schönes?
Wir bauen jetzt eine Kaserne. Und wir bauen einen Tempel. Und ein Leuchtturm bauen wir auch noch. Forschung wählen. Und wir forschen die Archäologie. So. Du kannst mal in die Richtung gehen. Ich habe gerade beschlossen, ich werde es noch bis um 2 Uhr machen, das sind ja so 20 Minuten. Und dann muss ich auch mal eine Pause machen, dass ich nicht alles in einem Ding durchziehe. Das muss ja nicht sein. So. Also werde ich dann natürlich wieder das fertig machen, dass ich dann noch morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, oder nachher, wenn ich zur Arbeit gehe, dann nebenbei verarbeiten lassen kann. Was echt von Vorteil wäre. Wenn ich es nicht nur aufnehme, sondern auch noch fertig mache.